Herzlich willkommen zu Ihren SHK-TV-Nachrichten. Heute mal nicht aus Düsseldorf, sondern aus Frankfurt. Der Grund: in 4,5 Wochen startet hier die ISH und da gibt es in diesem Jahr einige Änderungen. Darüber wollen wir gleich sprechen. Außerdem waren wir beim 50. Jubiläum der Ofen- und Luftheizungsbauern in Bad Tölz. Und wir haben Aktuelles zur Neuaufstellung von Richter und Frenzel im Rheinland. Ja, wir starten wie angekündigt mit der ISH. Bei mir ist jetzt von der Messe Frankfurt Frau Iris Jeglitzer-Mooshage. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ja. In ein paar Wochen geht's los, die ISH wartet auf uns. Es gibt einige Neuerungen. Was sollten die Besucher bei der Messeplanung denn beachten? Ganz wichtig ist, dass die Besucher sich für die Vorbereitung ein bisschen mehr Zeit nehmen als sonst. Wir wissen, dass von den 2500 Ausstellern 1500 einen neuen Standplatz haben aufgrund der veränderten Geländesituation. Und bevor man dann viel Zeit verschwendet beim Suchen, ist natürlich eine gute Vorbereitung, unterstützt durch unsere ISH-App und unsere Webseite. Alle Informationen sind dort verfügbar. Eine sinnvolle und gut investierte Zeit. Jetzt haben Sie ja in diesem Jahr die Tagesreihenfolge verändert. Ist das nicht nach so vielen Jahrzehnten ISH ein mutiges Experiment? Ich würde es nicht als Experiment bezeichnen. Es ist natürlich eine Herausforderung. Die ganze weltweite ISH-Community ist daran gewöhnt. Eine ISH läuft von Dienstag bis Samstag und nun ab 2019 von Montag bis Freitag. Das ist eigentlich eine Kommunikationsaufgabe. Alle zusammen, Sie von den Medien, wir von der Messeseite, die Aussteller, alle müssen es immer wieder erzählen, sodass alle rechtzeitig eben auch ihre Flüge buchen, die richtigen Flüge, und Hotelzimmer buchen, auch die Aussteller. Und alles andere sehen wir dann am Freitag. Mit den Anmeldezahlen der Aussteller sind Sie in diesem Jahr sehr zufrieden. Das heißt, die Attraktivität der Messe ist ungebrochen. Wie wichtig ist denn in Zeiten der Digitalisierung von Informationen der direkte Austausch auf so einer Veranstaltung wie der Messe? Es stimmt, wir haben stabile Ausstellerzahlen, also alle Marktführer weltweit sind wieder dabei. Ich persönlich glaube, und dafür stehen wir auch als Unternehmen, dass je digitaler unsere Umwelt, unsere Gesellschaft, unsere Unternehmen werden, desto wichtiger wird der persönliche Austausch. Das hat was miteinander zu tun. Menschen wollen sich treffen, brauchen auch die Orientierung aus dem Gespräch, die Meinungsbildung. Was machen die Unternehmen? Wie viel Digitalisierung findet tatsächlich in den Produkten schon statt? Was bedeutet das? Worauf muss ich mich einstellen? Egal aus welcher Besuchergruppe ich komme, ob Handel, ob Handwerk, ob Architekten, für alle spielt es eine Rolle und alle müssen im Austausch verstehen und herausfinden, was so in den nächsten Jahren ansteht. Gut, Stichwort, jetzt wird hier auf dem Gelände ja schon wieder investiert, auch sichtbar investiert. Was erwartet denn die Besucher auf der nächsten ISH in 2021? Wir haben ja jetzt im Wesentlichen die ISH Energy neu organisiert oder neu aufgestellt und auch, glaube ich, attraktiv nochmal neu zusammengestellt, attraktiv für Besucher durch die Halle 12, die uns zur Verfügung steht. Gleichzeitig wird im Moment die Halle 6 komplett renoviert. Sie steht im nächsten Jahr nicht zur Verfügung. Danach ist die Halle 5 dran, die reißen wir ab und bauen sie am selben Standort nagelneu wieder auf, sodass wir dann ab 2021 sicherlich auch im Bereich ISH Water einige Veränderungen erleben werden. Wunderbar, vielen Dank. Gerne. Und von Frankfurt schauen wir nach Bad Tölz. Genau 50 Jahre ist es her, dass sich die bayerischen Ofen- und Luftheizungsbauer hier zum ersten Mal getroffen haben. Seitdem ist das Arbeitsseminar ein fester Termin im Kalender der Innungsmitglieder. Und auch im Jubiläumsjahr konnten sich die Teilnehmer über ein spannendes Programm freuen. Ja, wir haben natürlich Betriebswirtschaft mit drin. Wir haben dieses Jahr, wie gesagt, auch Stressbewältigung. Das heißt aber nicht, dass wir alle Stress haben, sondern Stress natürlich verhindern. Auf der Tagesordnung standen darüber hinaus auch Vorträge zum Thema der gute Ruf. Martin Bauer von der Spartherm Feuerungstechnik GmbH erklärt, wie man seinen guten Ruf als Handwerker verbessert und das Vertrauen der Kunden stärkt. Darüber hinaus standen nämlich auch Technikthemen, beispielsweise zur Kaminberechnung, auf der Tagesordnung. Ja, also das liebt eigentlich jeder Ofenbauer, nach Bad Tölz zu kommen, ein paar Tage Schulung zu haben und auch abends das Gesellige natürlich darf man nicht unterschätzen, wo wir uns dann nochmal treffen und insgeheim ein bisschen bei einem guten Bier mal austauschen, wie die Lage so ist, und da wird doch einiges dann auch abgeklärt, was unter Kollegen, wo man dann nochmal auch Probleme auch mal lösen kann. Und das macht es eigentlich aus und natürlich die guten Vorträge. Man muss einfach nach Bad Tölz, um auf dem neuesten Stand zu sein und wieder fit sein für den Alltag.
Fit für den Alltag sollten die Ofenbauer in der wirtschaftlichen Lage auf jeden Fall sein. Die Auftragslage sorgt laut Dr. Schwarz vom Fachverband SHK Bayern für eine Vollbeschäftigung im Ofenbauerhandwerk. Die Beschäftigungslage ist aber auch gleichzeitig eine der großen Herausforderungen für die Zukunft. Die Aktionszeit zu starten zeigt Wirkung. So gingen laut Fachverband die Ausbildungszahlen für das Ofenbauhandwerk wieder leicht nach oben. Aktuell befinden sich 39 Azubis im ersten Lehrjahr und insgesamt erlernen in Bayern gerade 110 Lehrlinge das Handwerk. Die sonstigen Herausforderungen sind natürlich Mitarbeiterbindung. Wir sind stolz, dass wir als einer der wenigen Landesverbände noch eine eigene Tarifkommission haben, die eine Tarifpolitik macht, speziell für das Ofen- und Luftheizungsbaugewerk, weil Bezahlung ist zwar nicht alles in den Betrieben, aber natürlich ein wichtiger Faktor, dass man eben auch Fachkräfte sichern und halten kann. Und die nächste Herausforderung sind die politischen, die Rahmenbedingungen, die wirtschaftliche Lage. Wirtschaftliche Lage, wie eingangs gesagt, ist gut. Die politischen Rahmenbedingungen sind natürlich im Moment etwas schwierig. Feinstaubdiskussion, solche Dinge, CO2-Diskussionen. Aber da kann ich nur sagen, Holz ist der Rohstoff, den wir haben zum Heizen, der einzige, der CO2-neutral ist. Die Feinstaubdiskussion haben wir im Griff. Die Öfen, die heute eingebaut werden durch das qualifizierte Handwerk, durch die Innungsfachbetriebe, müssen den Anforderungen der Bundesemissionsschutzverordnung genügen. Und das hat der Gesetzgeber festgelegt und diese Normen werden eingehalten. Und wenn der Betreiber da entsprechend auch mit trockenem Holz und vernünftig heizt, gibt es da keine Probleme, wird es auch keine Probleme geben in der Zukunft. Und noch eine Meldung von Richter und Frenzel. Das Unternehmen will sich künftig im Rheinland verstärken. Unterstützt wird es dabei ab dem 1. März von Dirk Konrad. Der 51-Jährige ist seit 1984 in der Branche tätig und bringt als neuer Standortverantwortlicher der Niederlassung Düsseldorf große Markterfahrung mit. Zuletzt war er als Gesamtvertriebsleiter NRW beim Fachgroßhändler JW Zander in Essen. Ja, das war's von uns für heute aus Frankfurt. Wir werden uns in knapp 5 Wochen natürlich auch auf der ISH sehen. Das SHK-TV-Studio finden Sie in der Halle 11 1 A06 1006. Von dort werden wir jeden Tag rund um das Messegeschehen berichten. Sollten Sie unbedingt vorbeischauen, genauso wie nächsten Dienstag, denn da gibt es hier unsere aktuelle Reportage. Bis dahin.